Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Deutsche Übersetzung von den Star Trends bzw. von Phoenix Down, mit dabei wieder der Kill Bill. Yes! Und hier ist eine Sackgasse-Scheiße. Sackgassen-Scheiße, ja. Und wir sehen uns hier auf der Suche nach besagter Schildkröte. Oh, und ich schon wieder die. Ich drücke jetzt auf Flüchten. Nein! Doch! Warum Geld? Du hast zu wenig. Das nützt mir das Geld, wenn ich hier eine halbe Stunde auf den Typen rufe. Ich mach's mal vorspulen. Und die nerven einfach nur scheiße dämlich, ey, Arschlöch. Arschlöch. Das ist ein Arschlöch. Arschlöch, genau. Ja, ihr Arschlöch geht weg. Oh, was mit dem? Ach, ist vergiftet. Blöd, Mann. Lässt sich einfach so vergiften, selber schuld. Blitz. 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 Nee, das war Flash. Ja. Ja, auch. Blitz. Aha. Flash. Er rettet das Universum. Dam, 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 dam. War es nicht so? Ich hab keine Ahnung. Weiß es auch nicht. Das ist zu lange her. Ja. Kennst du Captain N? Natürlich. Der war toll. Ich fand ihn cool. Mit seinem NES-Controller als Gürtelschnalle. Voll geil. Ja, da gab's auch einen. Ja, da gab's quasi einen Trickfilm. Genau. The Game Master. Captain N, the Game Master, genau. So hieß so eigentlich, ist deutscher es. Titel hieß er bloß Captain N, aber so. Englisch hieß Captain N. Hab Obacht. Obacht! Jetzt kommt der Oberboss. Obacht. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt hier folgendermaßen. Ja, der macht jetzt erstmal heile Segen auf alle Leute. Zack, damit die jetzt hier alle wieder heile sind. Und dann gehen wir auf die Typen drauf. Absolut. Das Mithril ist mein. Ja. Da fehlt der Leerzeichen. Da fehlt der Leerzeichen. Das muss man eigentlich irgendwie mal unter die Videos noch reinschreiben. Ja, müssen wir mal. Das kann ja Mary machen. Das ist schon der zweite, das ist schon der zweite Fehler im Spiel, den wir gefunden haben. Das Mithril ist mein. It's mine. Is mine. Überfall. Nö. Yeah. Oh, 61 HP hat er den abgezogen. Komm, der Kampf ist so episch, den spule ich jetzt nicht vor. Nee, epische Bossfeld. Guck mal hier, Magie, ja? Ja. Und mit Blitz auf den Typen drauf gebumst. Mhm. Dann haut hier geil dem voll mega einer rein. Unser Zauberprinz macht hier ein bisschen... Unser Zauberprinz. Zauberprinz, ja. Der macht jetzt hier Nebel auf den Kollegen, ja, damit der hier auch immer schön daneben haut. Sehr geil. Vergesslich! Was? Hm. Was los? Dauert eine Weile, der Kampf, ja? Und 0 HP. Warum ist denn der so schwach, Firion? Man reißt dich mal zusammen. Ja, erst tust du deinen großen, dass du große Go abgepowert bist, und dann. Echt mal. Machst du einen auf Low Level. Kann ja wohl nicht sein, ne? Kann ja wohl nicht angehen hier. Guck mal, da ist ja geil viel stärker als du, musst du mir überlegen. Das ist schon. Firion. Ist schon ganz schön gewagt. Oh. Oh, oh. Ja. Oh. Der macht auch null Schaden, was ist denn da los? Ich glaube, die Gegner leveln mit. Ja, wirklich? Das kann durchaus sein. Ich müsste dir noch viel mehr als 20 HP abziehen, ja. Eigentlich, so wie ich trainiert habe. Hm. Das wäre natürlich spüren. Der hat eigentlich, nein, ich level nicht mit. Der hat 140 HP. 140. Ja, aber, HP. Aber die. Trotzdem, die Stärke ist ein bisschen übermächtig. Nein, der hat 140 HP und die werden wir jetzt wegknallen. Oh fuck, das geht jetzt. Tschüss, Guy, mach es gut. Min hat sich selber lieber heilen wollen. Eiszauber ist gut bei dem, oder Feuer. Ich hab jetzt alle durchprobiert. Da bist du jetzt Feuer mit 20 HP Schaden. Guck mal, 1 HP. Ich bin da bestimmt mehrere Stunden der Ming rumgerannt. Der Mingu, ja, der Mingu, der macht lieber hier so erstmal. Der zaubert. Dass er nicht zaubern kann irgendwie, ne? Ja, lebe. Ich muss jetzt erstmal geil wieder beleben. Genau, oder heilen. Ansonsten kann er auch irgendwie dass er nicht mal zaubern soll, weißt du? Ja, der zaubert doch nicht. Der haut ja einfach bloß zu, der Leutnant. Deswegen habe ich eigentlich Nebel gemacht. Oh, jetzt ist er tot. Ja, vor allem hätte der nur 140. Das dürfte doch wohl nicht so die krasse Action sein, oder? Aber da müsste jetzt ja geil gutes Upgrade kriegen von seiner Vitalität, genau. Sehr gut. Ich hoffe, eigentlich haben wir die Schildkröte verpasst jetzt, ne? Nein, die haben wir nicht verpasst, die kommt nämlich danach. Eigentlich kommt die davor, oder? Die kommt danach. Eigentlich davor, ja. Die kommt danach. Ja, dann zeig's mir los. Ja, ich zeig's dir gleich. Kleinen Moment.
Die kommt nämlich danach. Habe ich schon mal gesagt, dass die danach kommt? Nein. Ja, gut, dass ich es gesagt habe. Weißt, wo wir nämlich das letzte Mal aufgenommen haben, die Aufnahme, die wir dann verwerfen mussten. Ja, wir waren so low level. Da ist nämlich Folgendes passiert. Nee, erzähl's lieber nicht. Ja, hier jetzt kann ich wählen, wo das hin soll. Naja, egal. Und zwar ja, erzähl mal von Captain Ender. Da gab es 34 Folgen. Da ist Folgendes passiert. Und auf jeden mit Triller Fall halten. Los, raus hier! Und so, auf jeden das Fall, ist passiert. Ja, haben alles verpeilt, das ist schon richtig. Mhm. Ja. Ja, und Captain Ender, Captain mega cool. Ender war der konnte nämlich, was? Der konnte an seinem Controller, den er als Gürtelschneller hatte, guck mal, Zombies. Ja, der konnten, da weiß, welche Spiele da eigentlich mitgespielt haben bei Captain Ender. Nein, aber erstmal würde ich sagen, das kannst du gleich uns verraten. Und zwar hatte der konnte nämlich Start drücken auf dem Controller, ja. Dann war Pause-Mode. Und dann war Pause. So, dann konnten sich nichts mehr bewegen, außer ihm selbst und ich glaube seinen Mitstreitern. Das war so hardcore. Das war total Cheat. Cheating. Da hast du als Kind gelernt, hey, Cheaten ist geil. Der hat eine Lichtpistole. Die NES Licht. Ja, die NES Lightgun. Ja. Stimmt. Mitgemacht hat er auf jeden Fall Metroid, Mega Man, Kid Icarus, Donkey Kong, Samus Aran aus. Ja, Metroid, wer weiß es, Metroid, genau. Und natürlich aus der Zelda-Reihe. Der Link. Waren alle mit dabei. Link hat er auch mitgemacht? Ja, Link war auch noch bei dabei. Ach so? Ja. Nein. Und dann. Ah, was gab's denn noch? Zum Beispiel die Super Mario Bros. Super Show. Simon Belmont hat mitgemacht. Der hat auch mitgemacht. Ja, mega. Mother Brain war halt die Böse in dem Spiel, ne? Was? Mother Brain war dort der Bösewicht im Spiel, oder die Bösewicht hin. Bei Captain N meine ich, die Bösewicht hin. Ja. War dann halt so ein Brain im Glas. Muss ich mal erklären, ich muss mal gucken. Ja, da der Ober. Und als Mitstreiter hatte die, glaube ich, auf jeden Fall war es ein Nashorn, glaube ich. Nee, eigentlich war es Mother Brain, genau. Mother Brain. Ja, der Mother Brain war es. The Brain. So, pass mal auf, was jetzt hier nämlich passiert, ja? Pass auf, hier ist nämlich eine Truhe. Oh, jetzt. Und da erhält man Exit. Ihr werdet angegriffen. Oh, und da kommt jetzt nämlich um Himmels Willen. Die motherfucking Motherbrain Schildkröte. Schildkröte hat nicht hingepasst. Die Mütter. Was scheint da doch? Schild? Stichkröte. Was? Die SCH-Punktkröte. Die Scheißkröte. Scheißkröte. Die macht man mit Eistod, habe ich mal gehört. Da kommt, der hat sich aber trotzdem Mühe gegeben, wenn du das jetzt einfach auch nichts an. Natürlich, also wenn nicht mehr hinpasst, dann passt halt nicht mehr hin als die Schkröte. Schkröte. Scheißverdammte Kacke. 104 HP, Alter. Ja. Ja, wie viel? Die hat 104 HP. Ich sag dir, die leveln mit, die Leute. Also die Gegner. Zumindest die Bossgegner leveln mindestens mit. Erzähl doch nicht. Kann nicht sein. Doch, das muss sein. Die können nicht nur 12 HP. Also wäre ich die ganze Zeit nur rumgerannt und die hätten nie Boxen, jemanden geboxt. Da wäre ich ja nie aus den Kämpfen rausgekommen, weißt du? Wie ich meine. Ja, aber das kann nicht sein. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Das ist keine Ahnung. Das ist nicht so. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich Ahnung habe oder nicht. Ja, dann schreibt einer. Dann kommt dann so eine Sache, nein, du hast keine Ahnung, weil die habe ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ne. Aber wir wissen es nicht, auch wir werden es merken. Schreibt es rein. Boy, fuck die Henne. Lasst uns überraschen. Lass dich überraschen. Fumpen. Tja, die Schkröte ist gestorben. Jetzt haben wir es doch noch geschafft. Ui. No. Warum? Weil der Eiszauber so cool gelevelt ist. Sag mir. Mal gucken, ob wir jetzt hier sowas haben wie ein Exit-Zauber. Den werden wir auch gleich mal einsetzen. Dann werden wir euch mal demonstrieren, was Exit heißt. Wer macht nur Exit? Hier Firion wird Exit lernen, oder? Ja, irgendwie erinnert er an ihn drauf, genau. Ja, den er eh nicht braucht. Marquis, Exit. Jetzt. Maggie. Befördert euch an die Oberfläche, Komma. Kostet ihr doch einige LP. Ah, verdammter Scheiß. Jetzt was heißt jetzt einige LP? Fast alle, der war full of life. Das heißt einfach, wir sind jetzt alle dead. Ja. Und jetzt ist er nämlich nicht mehr full of life, aber jetzt ist er wieder full of life. So, und jetzt gehen wir zurück in die letzte Stadt. The Last City. Und gehen erstmal schlafen. The Last City hieß, ja komm, jetzt komm. Salamand. Salamando. Du hast es verstanden. Lustig, Gegner.
Gibt es eigentlich Speedruns zu Final Fantasy 2? Ja, auf jeden Fall. Bestaunen? Ja, da gibt es Speedrun, gibt es ja. Gibt es viele wahrscheinlich, oder? Nö, einen. Einen? Einen. Im Netz, okay. Also ein oder höchstens zwei vielleicht auch. Das wäre dann mal was für wie sind die Awesome Games? Awesome, nee, ja, ich weiß schon, was du meinst. Quick Dan, ja. Ja, ja, sowas. Nee, ja, genau. Quick Dan, so hier irgendwie Dingsbums. So, na gut. Quicktime Awesome Games oder so ähnlich hießen die, glaube ich. Nee, Quicktime. Awesome. Oh, Mann. Awesome Games Quick Run. Super. Nein. Nicht so laut klopfen, das verwirrt die Leute. Die denken immer, da kommt jemand rein. So, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Gute Nacht, träum schön. Oh, Games Quick. Sleepy Hollow. Mein Mann ist gerettet, danke! Awesome Games, danke! Wir sind gerettet! Mein Mann ist gerettet, danke! Hast du gehört, das hieß Awesome Games, done quick! Awesome Games, done quick, genau. Ja. Ich liebe Josef, aber ich bin ihm nur im Weg. Mithril. Ist nur im Weg, dann tötet Stell dir mal vor, ja. Du öffnest jemanden dein Herz. Ja. Oh! Ich bin Josef nur am Weg, dabei lebe ich ihn so doll. Und da kommt dann der Typ an, dem du das gerade gesagt hast, und der sagt, Mithril. Mithril, mi. Okay. Das stimmt allerdings, ja. Das ist ein bisschen strange. Meine Tochter ist gerettet. Verzeiht meine Schrotflintigkeit vorhin. Meine Schroffheit. Ich war so besorgt, wie kann ich euch helfen? Mithril. Mithril. Die Höhle hinter dem Wasserfall ist eine alte Mithrilmine. Sie stand lange leer. Ja, ja, die ist jetzt auch wirklich leer. Da ist nicht mal meine Schildkröte drin. Also, pass auf, ne? Ich sag jetzt mal. Danke fürs Helfen. Diese Schildkröte hat 140 HP gehabt, genauso wie der Surge. Also dieser Chef da hier. Leutnant? Leutnant, genau. Hat auch 140 nur gehabt. Also, für Bobo. Und beide waren Level 3. Ah nein, pass auf. Ach nee, Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, da hatten ja dann diesen anderen da mit dem Exit-Zeug, ne? Das war die Exit-Schildkröte. Ja, das war die Exit-Schildkröte, die war ja so blau. Und die hatte ein bisschen mehr, die hatte 450. Etwas mehr, ja. Macht nichts. Wie war das mit der Feldkarte? Ah ja. Okay, um den Berg ringsrum, dann nach unten, alles klar. Wir müssen jetzt nämlich nach Hause das Mithril abgeben. Ja. Weil die haben uns ja gesagt, ja, geh mal los, Mithril holen. Mach mal, genau, ja. Tu's mal. Mach mal das Mithril. Ja, genau, ich wollte ja auch eigentlich weiterlesen, und zwar. Genau, wie geht denn die Story weiter? Wie geht's denn eigentlich hier weiter? So, und zwar geht's ja weiter mit dem da. Nachdem ihr ihn besiegt habt, benutzt Exit, um als die Höhle zu verlassen und begebt euch zurück nach Altea, ja, so ähnlich. Unsere Anfangsstadt. Ja, dort gebt ihr das Mithril an Batz, dem alten Schmied im Waffenladen. Ja, das könnten wir eigentlich wirklich mal tun. Vorher müsst ihr ihm das Passwort Windrose sagen, damit er sich zu erkennen gibt, aus dem er sogleich Waffen und Rüstungen schmiedet, die ab nun in allen Geschäften in Altea erhältlich sind. Deckt euch sofort mit Mithra-Ausrüstung ein und verkauft alles, was ihr an Ausrüstung bisher angesammelt habt. Nun wird es Zeit, den Zerstörer, von dem die Prinzessin euch bereits erzählt hat, in Angriff zu nehmen. Ja. Das machen wir jetzt. Das machen wir also gleich. Erstmal müssen wir den Watz suchen, ja, ne? Ja, ja, das machen wir erstmal. Ist dann das Spiel schon beendet oder haben wir dann erstmal 2% von dem Spiel? Also ganz ehrlich haben wir dann erstmal. Willst du wirklich wissen? Komm. Ja. Schätz mal. Ich kann es durchaus einschätzen. Dann haben wir. Warte. Ja, dann haben wir ungefähr 6%. Oh ja, das geht. Dafür, dass wir nicht mal einen richtigen Boss hatten. Also so einen echten Boss, was man auch als Boss bezeichnen würde. Nein, der Leutnant. Leutnant, das war der erste Boss. So ungefähr, okay. Ja. So grob. So, jetzt gehen wir nämlich zu dem Typen. Komisch, hier in dem Fluss kann man nicht schwimmen, ja? Da kann man nicht mehr einfach mal das Floß auspacken. Nein. Da muss ein super reißender Fluss muss das sein. So, und hier drin ist, glaube ich, der Typ. Ja, da ist er. Guck mal, da ist er nämlich. Grubbel, grubbel. In dem müssen wir jetzt sagen, Windrose? Ich sag erstmal Mithril. Aus Mithril könnte ich gute Waffen machen. Jetzt hat er sie verraten. Haha. Könnte ich vielleicht. Aber hey, in Wirklichkeit bin ich Watz, der Schmied der Rebellen.
aus Mithril könnt ihr euch gute Waffen machen. So macht das ja Sinn. Weißt du, was uns hier alles an Transportmöglichkeiten in dem Spiel kommen wird? Kanu, Flugzeug, dieses schnelle Vogeltier, namens Schokobo. Ja, Schokobo, ein Kanu, ein Schiff, ein Snowcraft, also ein, ja, das sagt eigentlich alles. Schneefahrzeug kann man sagen, und ein Luftschiff. Yes. Da kommt noch einiges auf uns zu. Oh! Oh, ich hab mich verschluckt. Was machst du denn, du für ein Mist? Ich hab mich verschluckt. Sagen alle. Oh! Mithril! Yay! Daraus mache ich eine gute Ausrüstung. So richtig krasse Scheiße. So, und jetzt nehme ich so einen Typ aufgeploppt. Das ist der Mithril-Händler. Ja, der ist so richtig geil. Und den können wir jetzt nämlich kaufen. Messer, Zauberdings, Speer und Schwert. Und hier kannst du jetzt nochmal diesen Bug erklären. Ah ja, genau, hier ist dieser Bug. Und zwar ist eigentlich nicht beabsichtigt, unten in der vierten Reihe noch ein Item davor zu setzen. Also du wirst nie in den Laden reinkommen, wo unten im letzten Teil im Original ein Item-Symbol davor ist, sondern da ist halt immer Text. Nur Text. Weil einfach das gar nicht vorgesehen ist, dort irgendwie ein Item-Teil reinzukleiden. Und somit kommt zu Bugs, kommt zu Fehlern. Weil der gute Phoenix Down sich gedacht hat, Mensch, hey, wir tun mal schöne Grafiken reinbasteln, Möglichkeiten bestehen ja, und machen sogar die Grafiken aus Final Fantasy 3 NES da rein. Das sind dann nicht einmal die Grafiken aus dem zweiten Teil, sondern nein, das sind die Grafiken von den Rüstungen und Waffen aus dem dritten Teil, die er da reingemacht hat. An sich kein Problem, wie gesagt, aber auf der anderen Seite hat er da nicht bedacht, dass das gar nicht vom Quellcode quasi so vorgesehen ist. Ja. Dass jeder Gegenstand mindestens dass jedes Item ein kleines Icon hat. Im Einkaufsmenü. Ja. Ist nicht so vorgesehen. Und somit kommt es natürlich zu einem krassen Fehler. Naja, was heißt krassen Fehler? Grafik. Soll ich dem Typen hier, unserem Zauberbubi hier, so einen Stab geben? Jeden, ey, klar. Logisch. Ja, der rennt doch eh gleich bald weg, oder? Nein, du bist ruhig, gar nicht. Der bleibt bei uns. Der bleibt echt bis zur 11. Ich dachte, der geht irgendwann weg, weil der... Nein. So, Maria bekommt jetzt erstmal hier statt zum Bogen, bekommt erstmal hier eine coole Lanze. Die bleiben alle. Und jetzt bekommt Min, unser Zauberer-Typ, Mithril gedöhnt. Richtig geile Scheiße. Und jetzt kommt was richtig Geiles, was ich ausprobieren werde. Der kriegt jetzt nämlich Guy. Der kriegt jetzt hier ein fettes zweites Mithril-Schwert. Jetzt hat er den Dual Sword Ability. Komm mal zurück, Mann. Wir müssen sehen, was am Angriff sich da tut. Achso, ja. Angriff hat er jetzt 27 und ohne 8. 35. Aber er kann vielleicht zweimal angreifen. Ich möchte das gerne ausprobieren. Na, dann mach mal. Das macht den Angriff weiter runter. Ja. Testen. Wir machen mal einen Kampf mit zwei Schwertern, einen Kampf ohne zwei Schwertern. Ja. Das machen wir mal. Ja. Und zwar so, dass nur Geiz haben wir noch ein Schild? Aber jetzt gehen wir trotzdem erstmal weiter. Aber zur Not kaufen wir auch mal ein Schild da, ne? Zur Not. So ein Mithril-Schild. Du solltest auch Rüstung einfach einkaufen. Ja, genau. Ich gehe jetzt auf zum Rüstungsmenschen. Und der hat ja blonde Haare und keinen Hut. Deswegen kaufen wir jetzt Mithril-Schild. Ja. Warte mal. Wir brauchen alles überhaupt Schilder. Wer kriegt denn alles Schild? Ja, eigentlich bloß die Schlappen rein dann, ne? Oder ne? Also ein Schild brauchen wir. Dann, warte, was brauchen wir noch? Helm und Arm und Körper kriegt auf jeden Fall jeder, ne? Und ein Schild. Auf jeden Fall. Gut, kaufen wir. So viel, also ein Schild. Dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Boah, das war echt eine schwere Geburt. Wir haben es aber geschafft, liebe Leute. Sind wir nicht total geil? So, jetzt kriegt das mal. Oh, verdammt. Fame-Hure. Mithril-Helm. Ein Mithril-Arm. Jetzt, wo ist das Schild? Da ist es. Und danach auf jeden Fall Zeug bekommen wir. Ja. Das geht ja gar nicht. Das sieht ja aus wie eine... Wie eine Rumpelbude. Wie so Rumäne.
So, Arm aus Mithril, Mantel aus Mithril, Puff. Mantel. Ja, warum nicht, oder? Ja. Wenn man schon was übrig hat, dann kann die auch mal gebrauchte Sachen tragen, die Frau. Mithril-Helm, Mithril-Arm-Dings, Mithril-Kutte. Aber ich habe jetzt auch letztens irgendwas gelesen von, dass Final Fantasy so eine Easy-Type-Version gibt. Die US-Version sollen alle Easy-Type sein. Tatsächlich? Ich weiß noch bestimmt, warum ich gelesen. Die SNES-Version, ne? Also Final Fantasy 2 und 3, ne? Ha? Also 5 und 6 in Japan. Die quasi sollen Easy-Type sein. Okay. Ist, habe ich noch nicht ganz so beleuchtet, aber klingt interessant. Und einiges sollte auch gestrichen sein, oder? Tschüss. Jo, alles schön verkaufen, ne, danach. Ja, ich bin gerade dabei. So, verkaufen. Weg damit. Weg damit und mit dem Lederding. Komm, hier, gib mir Money. Bronze und Leder und Leder und Holz. So. Geilo. Wir haben hier noch einen Ring, den können wir irgendjemandem antun. Komm, wir tun jetzt hier noch jemanden den Ring um. Und zwar halt rüsten wir Maria aus objektmäßig. Boah, sind alle Sachen jetzt hier nach unten gerutscht. Dann haben wir uns den Ultra mit Ring. Alles gut? Bam. Wir haben uns eigentlich auch langweilig die Final Fantasy Teil rausgesucht. Aber hey, wir stehen dazu. Wir sind an die ersten LPer, ne? Ja. Die ich auf Deutsch bis zum Ende gespielt habe. Wir müssen das. Dauert zwar noch eine Weile? Das dauert noch eine Weile und wir müssen es irgendwie durchziehen, weil es gibt kein LP, können wir gleich mal jetzt verkünden. Es gibt kein LP, kein einziges. Alter. Was von Anfang bis am Ende dieses Game gezockt hat auf dem NES. So. Und damit. Wir können ja bloß speichern auf der Weltkarte, ne? Jetzt kommt selbst die Nachfolgeversion, ne? Also so für GBA und so haben es auch manche angefangen. Haben es auch nicht bis zum Ende geschafft. Unglaublich. Weil es voll die Loser sind, ja. So. Dein jetzt Wir. Fängt ja alles meinen Rechner an rumzuspinnen und Skype meldet sich, macht Palim. Alles gut, denn wir sind die Hardcore-LPer. Wir nehmen sogar die härtesten Spiele in Angriff. So sieht das nämlich aus. Jawohl. Wir spielen sogar Mega Man 2. Bis zum Ende. Bis nichts mehr geht. Ey, ohne Scheiß, hast du gut gemacht. Ja? Ich habe mir die Folge noch ein paar Mal angeguckt. Da hast du dann echt ohne Glück gehabt, ne? Dass du mit dem Endboss das gleich geschafft hast. Nein, das war Skill. Ja, genau. Ja. Und in diesem Sinne sage ich dann, wir beenden den Part. Ja, vorher nie durchgespielt und jetzt rein auf Skill machen. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen.